Tachchen, ihr Lieben, auf geht's. Ich wünsche euch, Moment, ich muss mal meine Baustelle aufsetzen. Ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent. Versprochen ist versprochen. Und dass ihr den, ey, das, wie schnell verging die Zeit. Wahnsinn. So, ihr wisst ja, Tagesbotschaften am Wochenende nehmen wir immer so mit ein bisschen Quatschen rein. Ich habe nämlich Kopfhörer und möchte mal wissen, wie das ist. Gerade für die Sonntagsbotschaften muss ich natürlich ins Ohr erstmal stecken. Hä? Oh. Yeah. Sage ich ja immer wieder, das fehlt mir. So, Moment. Was hat das auf sich, wenn ich jetzt mit euch rede? Verliert den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinnt eher lieber an euren Impulsen. Was haben wir denn Schönes für den heutigen Tag? Die Störche. Ich glaube, ihr habt Bock einfach weg. Ihr habt einfach so wie ich, sage ich jetzt mal frech, Lust einfach in den Süden, in die Wärme, Abstand. Kuren, irgendwas, vielleicht eine Reise geplant mit jemandem, der euch wohlgesonnen ist, als Partner natürlich, am besten auch wieder zusammen zurückkommen. Vielleicht liegt der Wunsch auch hier wirklich ganz stark. Es wäre so schön, mit jemandem, den ihr lieb habt oder liebt, zu verreisen. Ansonsten einfach nur für euch. Wir haben hier auch den Fuchs strategisch, ja? Bist du hier noch ein bisschen auf der Lauer, wie du was machen kannst, wie du vielleicht dieser kühlen Laune, der kühlen Energie entkommen kannst, weil die Störche, die wollen ja ins Warme und so fühlst du dich wahrscheinlich auch. Irgendwie beobachtest du hier strategisch, ich könnte mir vorstellen, dass hier gerade was ruht und du beobachtest erstmal etwas. Vielleicht beginnst du was ganz Neues. Und hast dir selber vorgenommen, dafür in die Pause zu gehen, damit du dich auf das Neue vorbereiten kannst. Irgendwas beobachtest du hier aber mit Argusauge und gehst hier sehr vorausschauend mit deiner aktuellen Energie um. Ja, das ist nicht so, wir lassen mal auf uns zukommen. Du beobachtest hier gerade irgendeinen Prozess oder Menschen oder hast vielleicht auch ein Augenmerk auf dich hier gerade gesetzt. Wie können wir was verwirklichen, ja, wie können wir was umwandeln, was auch der Realität entspricht? Wir gucken mal weiter. Irgendwas guckst du dir hier genauer an, beobachtest etwas. Vielleicht schlägst du auch erst zu, wenn irgendwie die Finanzen erhöht werden oder wenn du sagst, okay, die Reise kann ich mir leisten. Du beobachtest einfach hier vorausschauend einen Prozess, bevor du eine Pause machst oder für dich entscheidest, hier eine Pause zu machen. Aus dieser kalten Energie dich hier lösen mit folgendem, worum geht's? Das Kind und die Ruten. Oh, du hast selber irgendwas mit deinem inneren Kind hier oder mit deinem eigenen Kind. Ja, das müsst ihr jetzt natürlich erkennen für euch selbst. Vielleicht hast du hier selber ein Kind, was dir gerade Probleme macht, wo du gedanklich noch bist, wo es dir Sorgen macht, dass du vielleicht öfter für ein Kind guckst, die Mutter-Kind-Energie, die Vater-Kind-Energie oder dein eigenes inneres Kind, ja? Vielleicht handelt es sich hier auch Neffe, Neffin, Enkel, Enkelin um irgendeine Energie eines Kindes, wenn es nicht dein eigenes inneres Kind ist, ja, irgendwas beobachtest du hier, würdest dich freuen, könntest dich vielleicht auch erst, wenn der Prozess hier gelöst ist, dich auf diese Reise begeben in dein Neues, ja, deswegen vielleicht auch hier so eine Beobachtung, was passiert hier, warum kommt oder kam da so eine Gefahr rüber mit den Ruten sozusagen, warum hast du da Ärger? Oder warum spürst du, dass sich da jemand nicht so richtig wohlfühlt? In dieser Energie, wir haben generell Blockaden, ja. Entweder bist du blockiert und du benutzt jetzt die Vorbereitung
wirklich auf diese Chance in die Realität. Also ist ja Wahnsinn. Diese Münzenergie, die ist so krass bei mir auf dem Tisch. Auch Luft natürlich jetzt gerade, was für die Blockaden steht, aber generell ist ja die Lösung und das Schöne hier in diesem Ansatz, Ass der Münzen zu erkennen für dich, ja? Du gehst hier irgendwas an, du löst hier Blockaden. Das ist auch das Hauptthema. Wo kommen die Blockaden her? Du befestigst sehr, sehr stark mit deinen inneren Blockaden, um dich vielleicht finanziell, beruflich, in der Familie, im Liebesleben, für dich selbst auch weiterhin vorwärts zu bringen. Richtig schön. Ich sage auch hier nochmal, wir haben es bald in dieser Steinbock-Saison. Jetzt sind wir noch in der Schützensaison, die sehr viel mit Gefühl zu tun hat. Da kommt aber gerade, doch, Schütze haben wir auch, Stab. Es könnte hier sein, dass du deine Kraft sehr stark verpulvert hast. Ja, du hast hier Sachen durchlebt, wo du jetzt vielleicht erst merkst, mein Gott, wie kräftezehrend war das eigentlich? Ist ja kein Wunder, dass ich das nicht geschafft habe, ja? Oder es ist ja kein Wunder, dass mich diese Themen alle getriggert haben. Oder es ist ja kein Wunder, dass ich immer wieder in dieses Muster falle, wo du eigentlich gar nicht reingehörst, ja, wo du gar nicht reinpasst. Das könnte so eine Gefühlsspielerei gewesen sein, wo du jetzt erkennst, wie doll du dich verrannt hast, ja. Vielleicht scheinen Dinge ganz anders, als du sie vorher wahrgenommen hast. Das kann auch nochmal so eine Erlösung hier sein. Es gibt auf jeden Fall vielleicht für dich in dem Leben, in dieser Konstellation, einen Menschen zu viel, der da nicht hingehört, der generell so die Schwere hier reinbringen könnte, aber du glaubst und hoffst an die Liebe deines Menschen und eben auch deine, ja. Deine Emotionen sind für diesen Bereich, für diese Energie, die du hier als Fuchs so ein bisschen beobachtest, ausreichend da. Dir geht es nicht darum, dass du oder dass du was nicht schaffen könntest. Es geht eher darum, dass solange wie sich ja da noch jemand mit reinmischt, ich habe schon wieder Sprachschwierigkeiten, solange wie sich da jemand reinmischt, kommst du nicht so richtig ran, ja. Und deswegen beobachtest du hier irgendetwas vor deiner Pause, wie sich das verlaufen könnte, ja, wohin das Ganze läuft. Und du hast das Handeln irgendwie hier eingestellt, wartest jetzt ab in diesem Prozess mit dem Fuchs, wie sich was weiterentwickeln könnte, wie sich was entwickelt. Du überlässt es jetzt irgendwie dem Universum, ja, dem Zufall, dem es zufällt, ja. Und du lehnst dich hier schon fast zurück. Du merkst, du brauchst eine Pause, aber du hast einfach Liebe, ja. Du weißt, diese Emotion, die Liebe wird es regeln. Man wird vielleicht merken, dass das hier eine Schwere ist. Einer zu viel und alles, was dich hierfür rettet, ist deine Liebe zu dir selbst oder die Liebe zu dieser Person, ja, die dich trotzdem Kraft gekostet haben könnte. Ja, aber es ist einfach da, ja. Die Emotionen sind einfach für dich selbst auch hier sehr, sehr hoch. Du hast dich hier überhaupt nicht aufgegeben. Du achtest auf dich mehr denn je. Du hast ja erkannt, dass du ein wichtiger Teil bist für dieses Leben. Aber trotzdem hängt da sehr viel Emotion an diesem Prozess oder an diesem Menschen dran, ja. Du kannst dir irgendwie nicht in Ruhe etwas ablegen, bevor du nicht weißt, was da passiert, ja. Oder bevor du nicht selbst, wenn es andere jetzt nicht betrifft, die Wurzel ziehst bei dir aus der inneren Kind-Thematik. Wir gehen mal rein. Aber ich habe das Gefühl, du stehst wirklich kurz, bevor du die Blockaden hier erkennst, du bist hier komplett schon am Aufarbeiten, dass du hier eine Strategie einfach wechselst. Und dann machst du für dich hier eine Pause mit den Störchen und kommst dann aber wirklich genesen zurück. Und das brauchst du. Du planst hier irgendwie eine Pause für dich selbst, die andere sich schon vorher genommen haben. Wir haben hier auf Eis legen, ja. Das wird wirklich auf Eis gelegt. Das ist deine Pause, ja. Du willst hier irgendwo abschalten, aber du musst dich in einer Sache hier noch irgendwo vergewissern oder du wartest hier etwas ab, wie sich hier etwas entwickeln könnte, ja. Wenn hier nichts passiert, dann nimmst du diese Pause auf Eis legen, bedeutet ja, es taut auch wieder auf. Also hier ist nichts in kompletter Beendigung oder ein komplettes Ende zu sehen, sondern es geht für dich weiter, ja. Aber du könntest hier etwas wirklich erstmal ablegen, um hier deine Blockaden aufzulösen. Klingt für mich eigentlich sehr schön. Also für mich soll es ja nicht schön klingen, aber es ist beruhigend, dass ich so eine Impulse dann heute kriege. Wir gehen mal rein. Was haben wir zu berichten, ihr Lieben?
Die ziehe ich auch ständig, warum Dankbarkeit wichtig ist. Du entwickelst eine Grundzufriedenheit, du lernst Dinge positiver zu sehen, dein Bedürfnis nach Konsum sinkt, du siehst den Sinn hinter allem klarer. Vor allem in schweren Zeiten, in denen alles trostlos und öde erscheinen mag, kann es eine sehr gute Hilfe sein, eine positive Perspektive einzunehmen. Probiere es aus. Vielleicht ist das sogar eben das, was du mit der auf Eis legen, auf Pause machen sozusagen zurückholst. Ja, diese Dankbarkeit, die auch in dir hier ganz schön zu sehen ist, zu dir selbst und auch für gewisse Menschen, die Königin der Kelche. Ja, du bist dankbar mit dem bisschen, was du hast. Du brauchst nicht viel. Dankbarkeit ist bei dir wirklich auch sehr stark hochgeschrieben. Hab nicht mal das Gefühl, dass man dir das jetzt so mitteilen müsste oder sagen müsste, sondern eben weil du das schon kennst und schätzt, kannst du diese Dinge sehr ordentlich hier gerade filtern und angehen. Ja, jetzt, wo wir in die Münzsaison dann reingehen, ihr Lieben, habt einen schönen dritten Advent. Backplätzchen. Oh, ich hab wirklich meine ganzen Mürbeteigplätzchen alleine gefuttert. Meine Kinder waren davon gar nicht begeistert. Die waren davon. Also natürlich haben sie gekostet, aber meine Kinder sind nicht so Keksnascher. Das war alles mal, ja. Die mögen lieber so, also ich auch, mehr Salziges und Heftigeres. Heftigeres? Deftigeres. Aber die Plätzchen, also das freut mich voll, weil selbst wenn man etwas alleine macht, dann hat man immer nicht so einen Appetit. Aber die Mürbeteigplätzchen, die ich mit meinem Schwiegersohn bei der Tochter gemacht habe, oh, waren die lecker. Meine ganze Dose ist leer. Da liegen alle Kokosmakronen noch. Auf die hatte ich irgendwie gar keine Lust, ja. Obwohl ich eigentlich eher dahin tendieren würde. Aber ich habe wirklich gestern so gesessen, habe noch Langosch gemacht. Das essen wir auch super gerne. Gerade meine Tochter. Also meine Tochter, die hier wohnt. Ja, ich habe ja drei Kinder, weil manchmal wundern sich immer welche. Hä? So, wo wohnt die denn jetzt? Oder wie viele Kinder hast du eigentlich wirklich? Drei Stück. Langosch liebt sie über alles, ja. Und dann hatte ich echt überlegt, oh, ich hätte Bock, noch mal so einen Mürbeteig zu machen. Und ich glaube, dieses Wochenende ist es soweit. Ja? Wundert euch nicht, ich drehe es ja vor für euch. Deswegen auch manchmal die gleiche Klamotte. Aber ich plane, heute werde ich, glaube ich, noch mal einen Mürbeteig machen. Habe ich Lust drauf. Dieser Teig, der hat mir wirklich sonderbar gut geschmeckt. Ja, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen dritten Advent, der letzte. Ach nee, das fällt genau auf den. Hä? Welcher ist denn dann? Ach komm, egal. Eigentlich dachte ich dann, nächsten Sonntag wäre dann Weihnachten. Weiß ich nicht, ja? Ich weiß es nicht. Bin gerade völlig durcheinander. Ihr kriegt auf jeden Fall nochmal für euch Heilung. Warum immer auf meinem Mikro? Liebe. So. Und. Ach, guck mal, hier habe ich noch von Sonne. Ich habe sie doch Sonne getauft. Die Schneekugel, die nehme ich jetzt endlich mit. Die habe ich jedes Mal vergessen. Ich muss die Kugel zusammenbauen hier. Ansonsten habe ich hier wirklich den ganzen Schnee zu liegen. Die wollte ich nämlich an meinen Weihnachtsbaum noch ranmachen. Also ernsthaft, ich lasse es mal lieber. Ich nehme es einfach mit. Danke fürs Zugucken. Wir beenden natürlich mit einem Outro oder mit einem Outro. Die schöne Session. Auch dann kann ich ja fummeln in der Zeit. Oh, mein Kopf. Ich krieg das nicht hin. Yeah. Tachchen, ich bin's nochmal. Mir ist was eingefallen. Ich hoffe, Cassie stört nicht. Die wird nämlich gleich wieder komplett abdrehen. Mensch, Petra. Ich hab deine Botschaft vergessen. Muah, Dankeschön für die PayPal-Spende. Na komm hier. Wenn ich sie einfangen will, dann kommt sie eh wieder nicht hoch. Die spielt ja mit mir immer durchdrehen. Ha, ich hab dich. So, dann seht ihr sie auch mal hier. Für alle, die mir dann immer hinten rumschreiben, sie sieht man auch fast ständig auf meinem Lifestyle-Kanal. Den verlinke ich sehr oft in den Tagesbotschaften.
Einfach nur Miranda Karat eingeben. Ich glaube, der Spirit-Kanal ist jetzt immer da drüber. Da seht ihr mal YouTube. Obwohl mein Kanal nicht Miranda Karat heißt hier, ja, sondern der heißt Miranda Karat gefragt. Aber Miranda Karat ist mein Lifestyle, Haul, Vlog, Make-up, alles, was interessant sein könnte, wo man mal ein bisschen abschalten kann und die Welt nicht so ernst nimmt. Und da ist sie fast immer zu sehen, ja. Also wer Lust hat, uns da manchmal im Alltag zu begleiten bei irgendwelchen komischen Sachen und wenn es nur Einkäufe sind, es soll ja gar keinen Sinn darstellen. Also ich glaube, hier mache ich schon genug Arbeit für Sinn und Mentales. Ich brauche immer den Gegenpol, ja. Ihr wisst das ja von mir mittlerweile. Ja, und da sieht man sie sehr, sehr oft. Und jetzt kommt, Petra, deine Botschaft natürlich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich wirklich. Ist gleich in meine Kasse eingeflossen für neues Handy besorgen. So, ihr Lieben, falls ihr mit Petra gucken wollt, ich muss aber sagen, das ist Petras einzelne Botschaft, ja. Das habe ich ja mal so eingeführt. Wer mir von der Amazon-Wunschliste was geschenkt hat oder gekauft hat oder von PayPal, ich weiß, sind Wertschätzungen, aber wenn ich es nun mal eingeführt habe und ein besseres Gewissen dabei habe, das Das handhabt jeder so, wie er möchte, ja. Und das heißt auch nicht, wenn es andere nicht machen, dass es undankbar ist. Überhaupt nicht, ja. Also, wenn es nach mir gehen würde, von der Zeit her, dann denke ich mir manchmal auch so, oh weia, was habe ich denn da eingeführt? Weil ich manchmal Angst habe, ich vergesse euch, ja, zwischendurch. Aber ich bin mir zu 99,9% sicher, dass ich es immer angesagt habe. Es ist vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, weil ich nicht jedes Mal mehr Danke raufgeschrieben habe aufs Thumbnail. Aber auch Super Things habe ich beachtet, bis ich dann gesagt habe, nee, macht mal lieber nicht, weil YouTube behält da zu viel ein. Ich meine, das ist trotzdem ganz, ganz lieb von euch. Aber ich sage ja auch immer, oder habe bis zu diesem Video immer gesagt, meldet euch, wenn ich irgendwas vergessen habe, scheut euch da nicht, ja. Jetzt ist natürlich gerade nicht möglich, aber Petra, oh, ich komme jetzt gerade von unterwegs, ja. Von draußen, sagt man auch dazu, Miranda. Jetzt kommt aber für Petra die Botschaft. Anderes hat für dich Vorrang, mein Liebe. So. Cassie, was sagst du dazu? Anderes hat Vorrang. Ja? Bei dir auch lieber essen und schlafen? Oder so? Habt ihr schon gesehen, die Haare sind voll gewachsen. Und sie ist ruhiger geworden. Sie ist zwar frecher und sie ist auch gewachsen. Wir wussten ja nicht, wie groß sie wird, ne? Wir wussten ja gar nicht, wie groß sie wird. Für einige siehst du bestimmt sehr verändernd aus. Weil, ach, willst du kuscheln, meine Maus? Oh, ich wurde eben so schön begrüßt. Das müsstet ihr mal sehen. Also, als ob ich 10 Jahre weg war und meinen Hund wiedererkenne, ja? Das ist immer eine Zusammenführung, wo ich dann freiwillig 10 Minuten wie ein Käfer auf dem Rücken liege im Flur. Und die freut sich und kuschelt. Springt mir allerdings öfter auch mal ins Gesicht mit ihren Krallen, fängt an zu spielen, beißt mich mit ihren Zähnchen. So dass ich auch schon etliche Blessuren hier hatte, wenn ihr mich gesehen habt, mal hier ein Fleck, mal da ein Kratzer. Aber das ist so ihre euphorische, überschwängliche, bedingungslose Liebe, ne? So, jetzt machen wir für Petra aber weiter. Ja, sie liebt es, auf der Schulter zu sitzen. Aber wenn ihr mir mein Oberteil anlässt, dann werdet natürlich auch ganz toll. Meinst du, das kriegen wir hin? Petra, anderes hat Vorrang. Was denn? Zwei wollten für dich erzählen. Also definitiv erstmal dein Selbstwert, ja? Das hat definitiv Vorrang. Deine Fülle für dich. Erst wenn du gefüllt bist, kannst du sagen, okay, jetzt kann ich mich um den Nächsten kümmern. Ja? Wir haben alle Schwächelphasen, ja? Ihr müsst nicht denken, dass ich hier irgendwie wie so ein Duracell-Männchen 24/7 aufgeladen bin. Wir haben alle schwache Phasen, ja? Ob das nun finanziell ist oder ob wir irgendwie merken, irgendwas stimmt mit uns nicht, wir brauchen eine Veränderung. Warum sträuben wir uns gegen eine Veränderung? Warum kommt alles auf einmal? Ich werde nicht die Einzige sein, die immer alles auf einmal entgegenbekommt, ob das Elektrik ist, ob das nicht so schöne Nachrichten sind. Ihr kennt das bestimmt alle. Man sagt dann immer so, boah, wenn dann alles auf einmal, aber das hat vielleicht auch. Huch, hast du dich erschrocken? Das hat vielleicht auch seinen Grund, ja, warum das alles auf einmal kommt, damit man wieder danach, also mir geht es so, muss ich ehrlich sagen, weil ich danach auch wieder merke, oh, da hat mich was geerdet, ja, ich bin wieder bei mir. Da kam so viel Schlechtes rein und
Ich bin dankbar, dass ich mir vielleicht dann nur noch die kleinen Dinge in dem Moment leisten kann, in Anführungsstrichen, wegen Rückzahlung oder. Oder ja, wenn man sieht, so, Mann, es geht ja auch noch schwerer, daran habe ich gar nicht gedacht. Und dann wird man wieder so runtergedrückt. Und wenn man alles erledigt hat, ist man wieder auf so einem Punkt, wo man sagt, okay, kann ich einen Haken hintersetzen? Hat man gut gemeistert, hat man gut geschafft. Und bei dir, Petra, wäre das wirklich die Fülle, ja, für dich selbst. Also 9 der Münzen, deinen Weg gehen. Und der Weg, der für dich bestimmt ist oder den du fühlst, den solltest du auch gehen. Ja, man sieht hier unten auch wunderschön. Ich zeig's mal, ich weiß, nicht jeder kann die Krallen ertragen, aber so ist es nun mal. Ich mach's mal so vorsichtig. Der Weg ist geebnet mit deiner Erdung, ja? Ich wünsche dir natürlich, dass du auch so einen Weg hast, wo du dich bücken kannst nach Münzen. Das wäre natürlich toll. Aber es ist dein geerdeter Weg. Du musst wieder zu dir kommen und es sieht bis jetzt ganz gut aus, die Strecke, die du läufst. Ja, also sehr volksversprechend. Oh, ich bin bald die Nächste, die auf der Agenda steht. Was wollten daraus? Volksversprechend. Ja, Demokratie haben wir noch, ne? Wir haben aber Petra gerade am Start. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, wer auch immer sich hier in meinen Kopf setzt. 9 der Stäbe ist das Gegenstück, meine Liebe. 9 der Stäbe und 9 der Münzen hat dich hier etwas aus dem Weg oder aus der Bahn geschlagen, kann man so sagen, ja? Und du musst jetzt natürlich auf deinem Weg gucken, was hat denn Vorrang? Auf jeden Fall nicht das, dass du unter Situationen leidest und keine Energie mehr hast. Das ist ja logisch, ja, würde ich jedem anderen auch sagen. Aber die Karte kam eben vordergründig, ja, die Karte kam eben vordergründig, Förderung fördert irgendwas, als 9 der Stäbe raus, ja? Man könnte so meinen, aber hat die eine gespaltene Persönlichkeit? Förderung fördert irgendwas. Ihr kriegt es noch mit, bin noch bei mir. Aber ich muss selber so lachen, weil ich es so trocken dann immer sage, ohne. Ich muss selber über mich lachen, wie ich da einfach so weiterreden kann in dem Moment, ja? Energie? Energie, Lebensfreude, ja, hat Vorrang. Und das ist nicht so, oh wow, echt, Miranda? Mensch, hätte ich ja gar nicht gedacht, sondern. Ich sage das bewusst, weil für dich auch bewusst diese zwei Karten gefallen sind. Ja, darum geht es einfach. Und das ist das, was du eben hier angehen solltest. Ja, du hast hier irgendwo Energie verloren und ich denke, du füllst das aber gerade auch ganz gut auf, weil wenn anderes hat Vorrang kommt, dann wirst du hier wahrscheinlich energetisch auch wirklich merken, nee, also in diesem Dilemma bleibe ich hier nicht mehr stecken. Ich gleiche das aus. Mit meiner Fülle wieder, ja? Die Energie, die hat, oder hier waren Energieräuber unterwegs, die dir deine Fülle entnommen oder genommen haben, aber du tankst dich wieder wirklich schön hoch, ja? So, meine Liebe, jetzt gucken wir mal. Die Zunge. Petra, ich hoffe, das ist keine Energie von dir. Was machst du? Cassie, kannst du, das ist unhöflich, wie du guckst, wirklich. Also, ich bitte Sie, ja? Können Sie bitte die Zunge einfahren? Was soll denn das da? Vor allen Dingen, wann habt denn ihr das letzte Mal die Zunge rausgestreckt, ne? Das fällt mir auch mal so ein. Heutzutage werden nur noch verbale unterste Schubladen-Schimpfwörter geschmissen. Wenn man unterwegs ist oder es kommt zu so einem Gefecht, ist ja sehr oft in Berlin, sagen wir es mal so, ja. Aber wer kennt denn von euch noch dieses, das habe ich, also wirklich, das habe ich nicht mal, glaube ich, als Kind gemacht. Ich war da nur süßartig, ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich mir nicht. Doch, doch, ich weiß es. Du hast dich hier selbst in der Energie schon festgefahren, ja? Eigentlich willst du hier gerade gar keine Änderung haben, habe ich das Gefühl. Du bist wirklich auf der Suche und lädst deinen Akku sozusagen wieder auf, ja? Für deine Erdung. Deine Erdung ist ja auch gerade extrem mit der vorhandenen Tatsache. Mit der Schützensaison gerade, Feuerzeichen, Stäbe oder Feuerenergie. Und wir gehen rein in die Steinbock-Saison Erde, ja? Wirklich passend. Du bist hier gerade komplett drin. Es fällt auch nichts raus. So, kommen wir mal zum Ergebnis. Was wäre denn deine Fülle? Oder worauf solltest du achten? Ich hab mir sehen. Der liegt jetzt wieder verdeckt, der kleine Scheißer. Aber ihr wartet ein König der Kelche. Tatsache. Petra, hier wartet ein König der Kelche auf dich. Wenn du diesen Weg gelaufen bist, ja? Oh, ist das ein Weihnachtsgeschenk?
Wer wartet denn hier? Wer kommt denn hier zurück? Wer wartet auf dich? Es sollte schon fast eine neue Person sein. Ich glaube, alte Energien würden dir hier nicht stehen auf dem Weg zur Erdung, ja? Weil das zeigt, dass du hast sehr viel gelassen, sehr viel Energie gelassen. Aber es könnte eine Person sein, die dir hierüber übermittelt, du warst toll, du bist toll, ich denke an dich, aber hier steht diese Person für eine neue Person, ja? Hier wartet jemand. Die ist so sauber umgeflogen, ja? Wir nehmen jede Energie mit rein. Alles, was ich impulsmäßig auslesen kann, wie eine Karte fliegt, wann sie fliegt, wohin sie fliegt. Hier wartet jemand. Am Ende des Tunnels gibt es doch noch den König der Kelche für dich, Petra. Und zu guter Letzt, was möchte der gute Herr dir denn beibringen oder vermitteln oder mit dir ausleben? Habe ich doch richtig gesagt. Wir haben hier vier der Schwerter. Dieser Mensch bringt dich in die Ruhe. Dieser Mensch wird mit dir nicht auf Diskussion aus sein. Dieser Mensch wird ein bisschen kontrollierter sprechen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass dieser Mensch kontrollierter spricht, weil man hier vorher überlegt, was rausgesendet wird. Was eine schöne Energie sein kann für deinen Gegenüber, ja? Der hier auf dich wartet. Weil du bist hier nicht dem ausgesetzt, was vielleicht ein Schlagabtausch gilt, sondern man macht sich hier Gedanken, bevor man spricht. Man macht sich hier generell über alles Gedanken. Hier liegt ein mentaler, sensibler Mensch, der aber auch weiß, wo er hin möchte, ja? Jetzt gilt natürlich diesem Menschen deine Suche, ja? Wo wartet er? Was tust du dafür? Er wartet hier, ja? Er sagt so: Hey Petra, bitte komm zu mir, ich habe dir was zu überbringen. Ich bin ein Mensch, der vorher überlegt, statt spricht. Ich mache mir Gedanken bei Vier der Schwerter um viele Sachen, wie ich etwas erreiche. Können die Hindernisse doch noch so schwer sein, ja? Ich schaffe das mit einer Ruhe, mit Pausen. Es könnte wirklich jemand sein, der seine Ruhe braucht, der auch seine Freiheit braucht, um abzuschalten. Vielleicht ist das auch für dich neu, vielleicht suchst du auch genau das, ja? Aber hier meint es jemand ernst. Hier kommt jemand in dein Leben. Du, das kann natürlich auch eine Frau sein, ja? Ich kenne jetzt gar nicht eure Konstellation, nimmt mir das nicht böse, weil ich bin von diesem Gender einfach weg. Es liegt hier eine Person, sagen wir es mal so, die einfach die königlichen männlichen Energien mit rüberbringt und weiß, was er möchte, ja? Oder sie. Sage ich schon wieder er. Naja, ist ja auch ein er auf der Karte hier. So. Aber es kann auch eine weibliche Energie sein, die für eine gute Freundschaft steht, ja? Die für, je nachdem, wo die Liebe hinfällt, ich sehe euch nicht, ja? Seid nicht sauer. Aber das ist ein überlegter Mensch. Ein überlegter Mensch. Der aber erst kommt, wenn du wieder völlig in deiner Fülle bist hier, ja, auf dem Weg der Erdung. Und das dürfte dann nächstes Jahr absolviert sein. Nächstes Jahr denke ich, wenn der Weg hier vorbei ist, mit der Steinbock, Season sozusagen, kommen ja dann auch die Wassermänner, ne? Ja, klar, ist doch dann Luftenergie, ja, klar. Es könnte wirklich hinhauen mit dem Schwert, ja, vier der Schwerter. Da kommt die Luft rein. Es geht wirklich. Pass mal auf, du hast wirklich die Karten Schütze, Steinbock, Elemente jetzt nur. Und mit dem Schwert Wassermann Phase. Du als Kelch, na, da kannst du dir natürlich alle Wasserzeichen jetzt rein holen, aber da fließt ja danach was und dann kommt ja der Fisch, ja? Also, wenn ich es jetzt alles richtig gesagt habe. Ich sage mal so, bis zum Anfang Frühjahr dürfte sich hier einiges entwickelt haben, was dir hier Klarheit bringt, ja? Das bist du durch oder machst das jetzt wirklich im Sack zu? Hier gehen wir in die Erdung rein, auch noch phänomenal exakt. Hier bereitet sich dein Geist, deine mentale Ader vor, diese Luftenergie und Botschaften, Nachrichten übermitteln, ja, dieses mentale Gedankenaustausch, Gespräche vielleicht sogar auch. Und hier fließt etwas. Hier kommt eine Person rein, die dir auf jeden Fall gesonnen ist, ja? Aber König der Kelche, also da, das muss schon eine sehr liebevolle Person sein, die weiß, was sie will im Leben, ja? Und das hat vielleicht für dich ab sofort Vorrang. Lass dich mitziehen und lass dich nicht runterziehen in Zukunft. Habe ich jetzt ernst? 18 Minuten, die kriegen Schock, ey. Bitte fangt nicht an. Oh, ich habe aber nur 5 oder 10 Minuten bekommen. Es war ja auch sehr viel Gequatsche hier gerade unterwegs und sehr viel Quatsch. Ihr Lieben, ich glaube, ich schneide ein bisschen was weg, damit ihr eure Ruhe habt, ja? Das ist ja sonst, auch wenn es mir Spaß macht,
heißt es ja nicht, dass es euch Spaß macht. Wundert euch nicht, ich bin jetzt hier bei 18:23. Ich werde ein bisschen wegschneiden, dass Petra hier nicht so lange Sitzfleisch haben musste oder ihr, falls ihr neugierig wart. Bleibt gesund, alle natürlich, inklusive du, Petra, und Dankeschön nochmal. Ihr Lieben, jetzt kann ich meine Schrippe essen. Müssen wir oben ein bisschen auf deine Figur hier aufpassen, ne? Also nicht, dass es mich stören würde. Nicht, dass es mich nicht. Nee, Quatsch. Nicht, dass es mich stören würde mit deiner Figur, aber gesundheitlich, ne? Hast du ja ein schön was auf die Rippen bekommen. Oder sieht das nur so aus? Oder ist es dein Struppi-Fell? Ist es dein Struppi-Fell? Wie bescheuert sie gucken kann. Ich meine mich, genau, nicht den Hund. Wie die Stimme, ich sag das auch auf dem anderen Kanal, wie die Stimme sich immer verändert. Na, welcher Dämon spricht da? Ihr Lieben. Winke, winke, mach mal winke, winke. Naja, fast. Ihr Lieben, ciao.